Okay, Leute, dann begeben wir uns jetzt zur Zitadelle. Also zunächst mal zum anderen Cluster und dann halt zur Zitadelle. Also wir haben noch drei Systeme, wie gesagt, offen und im Armada-System noch diverse Planeten, die wir noch, ja, deren Ressourcen berauben könnten sozusagen. Aber wir machen das mit der Story jetzt weiter und begeben uns zur Zitadelle. Mal gucken, wie die jetzt aussieht, nachdem sie ja doch einigermaßen zerstört wurde im Vorgänger. So, ja, da ist nicht viel. Witwe nennt sich der, das, ja, eigentlich ist es ja komisch, weil es ist ja, ich habe vergessen, wie der Cluster war. Wie heißt der Cluster? Wartet. Der Cluster nennt sich Serpentnebel. Und hier ist ja dann nur ein System anscheinend, also Witwe. Das haben wir zu 100% schon übrigens erkundet, haben wir gut gemacht. Ja, Citadel haben bisher nur die Aufgabe, die Meisterdieben zu rekrutieren und für unseren Koch eine Zutat zu kaufen. Und ich kann schon mal sagen, auf der Citadel können wir einiges erwerben, käuflich, auch einige dekorative Dinge. Und der vielleicht bekannteste Spruch der Mass Effect Trilogie wird auch uns gleich dann begegnen. Ihr werdet ihn vielleicht schon mal gehört haben. Auch wenn er mit Mass Effect bisher nichts am Hut hat, vielleicht, aber ja. So, Citadel. Vermutlich von den längst ausgestorbenen Proteanern erbaut, dient diese gewaltige Raumstation als Hauptstadt des Citadel-Rats. Die Gravitation wird durch Rotation simuliert und beträgt angenehme 1,02 Standard-G. In den Bezirken und luxuriöse 0,3 Standard-G auf dem Präsidiumsring. Ja. Gesamtlänge geöffnet 44,7 Kilometer, Durchmesser geöffnet 12,8 Kilometer, Bevölkerung 13,2 Millionen ohne Keeper. Bruttogewicht 7,11 Milliarden Tonnen, das ist viel. Also ein Standard-G in den Bezirken und 0,3 auf den Präsidium. Alles klar. Gut. Ja. So, das war schon mal eine beeindruckende Sequenz. Die Frage ist, wir nehmen wir mit? Also, hat Garrus überhaupt Lust, zur Citadel zurückzukehren, indem er ja da im Sicherheitsbereich tätig war? Ich überlege, ob ich nicht tatsächlich die beiden sogar mitnehme. Ja, ich nehme die beiden mit, glaube ich. Oder vielleicht auch ein Garrus? Ne, die beiden. So. Also viele Gefechte werden wir hier wahrscheinlich nicht haben. Können wir zumindest erstmal von ausgehen. Na, ich warte auf hier. So, bei dir kann ich nichts machen und bei dir kann ich was machen. Und dann mache ich doch gerade den Service Offizier. Oder Service Officer. Oh, jetzt kann ich die Wahl treffen. Bitte wählen Sie eine weiterentwickelte Version der Kraft aus. Servos Anführerin, Mirandas Koordination des Teams gewährt dem Waffenschaden der Gruppe einen erhöhten Bonus. Plus 20% Gesundheit, plus 25% Waffenschaden, plus 7,5% Gesundheit der Gruppe, plus 15% Waffenschaden der Gruppe. Oder die Servos Taktikerin. Mirandas taktische Führungsqualitäten lassen niemanden im Stich. Die Gruppe erhält einen erhöhten Gesundheitsbonus. Also Gesundheit und Waffenschein ist das gleiche, nur Gesundheit der Gruppe und Waffenschein der Gruppe unterscheiden sich voneinander. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Gesundheit wichtiger ist auf diesem Schwierigkeitsgrad. Deswegen nehmen wir die Gesundheit. Also ist sie eine Taktikerin, die gute Frau. Ja. Na gut, das ist wie gehabt alles. Na gut, er kann keine neue Schrotflinte mitnehmen.
Ja. Aber wie gesagt, Kämpfe dürften ja eigentlich nicht so sehr im Vordergrund stehen, schätze ich. Ist auch nicht schlecht vielleicht, wenn die beiden dabei sind. Die Servus-Agenten, wenn wir auf die Kasumi dann treffen. Commander Shepard, geben Sie das Passwort ein, dann erhalten Sie ein Gratisgeschenk. Ach, er deckt schon von der Kasumi hier begrüßt. The Rapid Transit, das kennen wir ja noch aus dem Vorgänger. Wir können gerade mal gucken, was es hier für Bereiche gibt. Präsidium, Sakera. Okay, Industriegebiet. Okay, also ist ein bisschen anders als im Vorgänger. Gut, die muss ja auch ein bisschen... Probleme mit Kollektoren? Wie wär's mit einem Kredit bei Kasumi? Ah, das ist doch die Synchronstimme von der Neve Campbell, oder? Der Sydney Prescott. Geben Sie einfach Ihr Passwort ein und gewinnen Sie einen großartigen Preis im Wert von Millionen von Credits. Okay, das ist echt viel. Ich höre erstmal der Werbung zu. Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard. Schluss mit dem Mist. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kasumi Goto, ich bin ein Fan. Mhm. Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin. Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Was macht Sie da so sicher? Sie haben eine gewisse Aura. Als hätten Sie Dinge gesehen, die sonst niemand gesehen hat. Selbst ohne zu wissen, wie Sie aussehen, war mir gleich klar, dass Sie es sind. Was hat Sie zu Cerberus gebracht? Das ist eine lange Geschichte. Kurzfassung, Sie haben mich gesucht, also habe ich Sie beschattet, um den Grund dafür herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Sie jemanden suchen, der sich Ihnen für eine wichtige Mission anschließt. Und für die Verpflichtung haben Sie einen ordentlichen Bonus angeboten. Es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Und so kam der Deal zustande. Und jetzt sind wir hier. Ich nehme an, ich sollte etwas mehr über diesen Deal wissen. Oh ja, das wurde vermutlich bisher lediglich vergessen. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen und ich habe vor, sie zurückzuholen. Was ist das für ein Raub, den Sie da planen? Nicht hier, Shepard. Sie werden informiert, wenn es soweit ist. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Details festzuzurren. Ich habe mir allerdings erlaubt, Ihnen passende Abendgarderobe zu besorgen. Sie wollen doch sicher präsentabel aussehen. Was wissen Sie über Donovan Hock? Mr. Hock ist ein anerkannter Geschäftsmann. Waffenhändler, Mörder, nicht gerade ein toller Typ. Sein Anwesen ist berühmt dafür, dass man nicht reinkommt. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden. Wird Ihnen gefallen. Hock wird es sicher nicht sonderlich schätzen, wenn sich Leute in sein Haus einschleichen. Ich rechne immer mit Problemen. Deshalb sind Sie hier. Ich nehme an, eine Greybox ist so eine Art Hardware. Es ist ein neurales Implantat. Fast überall illegal. Speichert Erinnerungen, Gedanken, Geheimcodes, brisante Informationen. Die Greybox, um die es hier geht, gehörte meinem Partner Keiji Okuda. Wir haben lange zusammengearbeitet, bis Hock ihn getötet hat. Erzählen Sie mir von Ihrem früheren Partner. Sein Name war Keiji Okuda. Der beste Hacker und Schlossknacker, den ich je getroffen habe. Leider hat er einen Fehler gemacht und seine Tarnung flog auf. Er hat etwas gestohlen, das er hätte liegen lassen sollen. Er hat mich gewarnt und gesagt, dass es ein Fehler war. Und wenn es rauskäme, könne es einen interstellaren Krieg auslösen. Diese Information hat ihn das Leben gekostet. Was könnte denn so schlimm sein? Das hat er nicht gesagt, nur dass es gefährlich war. Er sagte, wenn es rauskäme, hätte die Menschheit ein Riesenproblem. Er hat alles verschlüsselt und in seinen eigenen Erinnerungen versteckt. Um die Information zu entschlüsseln, müsste man unsere gesamte gemeinsame Zeit durchgehen. Diese Erinnerungen sind jetzt alles, was von ihm noch übrig ist. Wenn diese Information so brisant ist, müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht in falsche Hände gerät.
Donovan Hawk ist so ziemlich der Letzte, der die Information haben sollte. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Also, sie scheint über taktische Tarnung zu verfügen. Also, es ist doch nicht die Synchronstimme von Neve Campbell, habe ich mich vertan. Klang am Anfang ein bisschen so. Also, ich finde sie ziemlich cool, die Person, also von dem, was wir jetzt hier so bisher gesehen haben. 2 Jahre nach der Zerstörung der Destiny Ascension ist die Planung einer Flotte für die neuen alliierten Citadel-Verteidigungsstreitkräfte erneut zum Stillstand gekommen. Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Aha. Ist das nicht der Typ, mit dem wir am Ende von Teil 1 gesprochen haben, auf der Citadel? Der uns da irgendwie anwerben wollte oder wollte, dass wir Werbung für den machen oder so? Ist das nicht der? Wo die da so demonstriert haben? Falls ihr noch wisst, welche Stelle ich meine. Es kann sein, dass es der ist. Ja, das Kind, wo sie dachte, ist halt tot. Eine unabhängige Untersuchung beschäftigt sich derzeit mit einer Gruppierung namens Cerberus, anlässlich von Anschuldigungen eines gewissen Corporal Tombs und der Zeugenaussage eines angeblichen Cerberus-Wissenschaftlers. Einem Forscher, der nur als Dr. Wayne bekannt ist, wurde Immunität zugesichert und er hat angedeutet, dass Cerberus auch hinter dem Tod von Admiral Karoku vor einigen Jahren steckte. Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich die Daten für mich behalten habe und nicht die Servos ausgehändigt habe. Die haben schon Dreck am Stecken. Also da waren schon einige Sachen in Teil 1 und Corporal Tooms, an den erinnern wir uns. Diese Servos-Wissenschaftler genauso, das waren immer so Nebenaufträge, wo wir die Leute dann haben gehen lassen oder wie auch immer. Oder die dann vielleicht auch verhaftet wurden. Also die haben auf jeden Fall am Leben gelassen wurden. Und das ja, sind jetzt halt, wie gesagt, Zeugenaussagen. Admiral Karoku, erinnern wir uns auch noch, wo der da tot lag. Bei den Rachni war es, glaube ich, wo Experimente durchgeführt wurden. Also Cerberus ist nicht ohne. Das Parlamentarische Unterkomitee für transhumane Studien hat Entschädigungsleistungen für Biotika genehmigt, bei denen Komplikationen mit L2-Implantaten aufgetreten sind. Der Vorsitzende des Unterkomitees Burns hat allen Biotikern für ihre Geduld und ihr Verständnis gedankt und all jenen weitere Hilfen zugesagt, die vom System bislang vergessen wurden. Ja, erinnern wir uns auch. Das waren Rettungsaktionen. Ich weiß nicht, ob der Burns der war, den der Corporal Tooms bedroht hatte, oder ob das wieder ein anderer war. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass wir den gerettet hatten. Die turianische Hierarchie hat verkündet, sie werde ihre Schlachtschiffproduktion nicht auf das bisherige Maximum beschränken. Das turianische Militär weist auf erhöhte Sicherheitsanforderungen infolge des Todes früherer Ratsmitglieder hin und plant, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Vertreter des neuen Rats unter der Führung der Menschen gaben dazu keinen Kommentar ab. Ja, das mit Destiny Ascension, den Asari, den Turianern, den ehemaligen Ratsmitgliedern, ja, das ist ja darauf zurückzuführen, dass wir uns dazu entschlossen haben, die Anweisung zu geben, nicht die Destiny Ascension zu verteidigen. Beim Kampf gegen, also am Ende gegen
die Submarine bzw. gegen die Gate-Flotte, Geth-Flotte. Damals war es noch die Gate-Flotte, jetzt ist die Geth-Flotte, also gegen die Gate-Flotte. Und ja, dementsprechend wurde die Destiny Ascension zerstört, das Flaggschiff quasi der Citadel oder der, ja, aller, also quasi das tollste Schiff überhaupt im Endeffekt. Und die Ratsmitglieder waren ja an Bord. Ja, und da haben wir uns halt gegen den Rat entschieden. Ermittlungen des Rats haben ergeben, dass eine Kampf-VI, die sich auf Luna selbstständig gemacht hat, ihr Upgrade auf vollen VI-Status nicht absichtlich erhalten hat. Mitglieder der Allianz haben ausgesagt, die VI sei lediglich für Kampftests gedacht gewesen. Angesichts dieser Ergebnisse ist mit einer Anklage wohl eher nicht zu rechnen. Daran erinnern wir uns auch, dass auf dem Mond, also Luna-Basis, die KI ein bisschen durchgedreht ist und haben uns ja diese Raketendrohnen beispielsweise angegriffen. Ja, das haben wir gegen Ende, meine ich, gemacht damals vom ersten Teil. Das Biomedizinunternehmen Sorte Foundation meldet einen Durchbruch im Kampf gegen einen neuen speziesübergreifenden Grippestamm. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer Kontaminierung von Proben bei einem biotischen Angriff auf ihre Forschungsstation vor 2 Jahren. Zum Glück gab es nur wenig Tote. Ah, daran kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Ja, das war die Sache mit dem Asteroiden, das haben wir ja gemacht gehabt und ja, haben Ballack, wir hatten ja die Wahl, ob wir Ballack aufhalten, also sprich neutralisieren, dann wäre aber die Bombe im wahrsten Sinne des Wortes explodiert und Kate Bowman und die anderen Wissenschaftler wären gestorben und wir wahrscheinlich auch. Oder ja, lassen wir ihn gehen und die überleben. Also wir haben dann Zeit gehabt, die Bomben zu entschärfen. Beim ersten Versuch bin ich übrigens gescheitert. Ja, und zweiten habe ich es dann geschafft. Also die Leute haben dann überlebt, Ballack ist auf der Flucht und ich kann schon mal sagen, ich glaube, ich hatte es damals auch schon angedeutet, also Ballack, das Thema ist nicht vom Tisch. Er wurde jetzt auch nochmal hier erwähnt und ja, also den Namen sollten wir noch im Hinterkopf behalten. Der könnte nochmal erwähnenswert werden, dieser Name. Ja, das ist ja wieder, weil es ja ziemlich inoffiziell ist, dass Shepard wieder von den Toten zurückgeholt wurde. Und es sind ja 2 Jahre, meine ich, auch vergangen. Und das war eine Geheimoperation von Cerberus, weil Cerberus ja auch mit niemandem kooperiert. Am wenigsten natürlich mit der Allianz. Auch wenn es naheliegend wäre, weil beide operieren ja quasi im Sinne der Menschen. Aber ja, die Cerberus halt, also Cerberus halt mit anderen Methoden, als die Allianz lieb wäre. Da kann ich offen gestanden jetzt nicht genau sagen, was es sich dabei handelt. Kann sein, dass die Kollektorenschiffe gemeint sind. Wobei das, was uns angegriffen hat am Anfang des Spiels, da war ja nicht wirklich klein. Das weiß ich jetzt nicht, was das jetzt genau bedeutet. An die erinnern wir uns natürlich, er hat ja da dieses Hickhack gehabt mit dem Elcor und diesem turianischen General oder Admiral, was das war. Ja. Commander Shepard, er hat Sarens Plan aufgedeckt, die Geth-Armee vernichtet und ist dann in den letzten Tagen des Konflikts gefallen. Oder doch nicht? Laut Zeugenaussagen wurde er lebendig auf Omega gesehen. Ja, okay, ist natürlich jetzt ein einschneidendes Erlebnis. Oder Ereignis, dass wir jetzt hier auf der Citadel sind und nach jetzt Personen, vor allem wichtige Personen auch, ja, sehen werden und sehen, dass Shepard am Leben ist. Ja. Das wird Fragen aufwerfen. 2 Jahre nachdem ein Geth-Angriff die Kolonie fast zerstört hätte, hat Zeus Hope nun Pläne für eine Vergrößerung vorgelegt. Daran erinnern wir uns natürlich, das war mit dem Torianer hieß der, ne? Meine ich. Ja, wo die ganzen, wie hießen die Viecher? Hießen die nicht Creeper? Ja, auf jeden Fall, wo wir die alle bekämpfen mussten, wo die Leute alle indoktriniert wurden. Und wo wir gegen diese Asari da
gekämpft haben. Es war auch ziemlich heftig, der Kampf. Also gegen die Asari zumindest. An das Zitat kann ich mich erinnern, ob die das gesagt hat. Kann ich mir aber vorstellen, dass sie genau wie Presley irgendwann so ein bisschen, ich sag mal, toleranter wurde. Und dann auch irgendwann gesagt hat, ja okay, die Aliens sind nicht alle böse. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen widersprüchlich, dass sie die am meisten über die Aliens gehetzt hat. Dass die, oder hergezogen hat. Dass sie jetzt die ist, die von verschiedenen Alien, in Anführungsstrichen Alien-Völkern, irgendwelche Auszeichnungen bekommt. Aber okay. Aber sie hat es ja... Sie hat es ja für die ganze Galaxie geopfert, von daher. Wir senden in Kürze ein Interview mit Raza Anderson. Der unermüdliche ehemalige Soldat hat die Waffen niedergelegt und gilt heute dank zahlreicher Handelsabkommen als galaktischer Brückenbauer. Schalten Sie ein und finden Sie heraus, was der Mann, der hinter Commander Shepards Ruhm steht, für die größte Bedrohung der intergalaktischen Stabilität hält. Okay, auch interessant. Also Anderson... Ich sage Anderson, ich bleibe auch bei Anderson, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wurde ja durch uns Ratsmitglied. Wir konnten ja hatten ja die Wahl am Ende, konnten die Entscheidung treffen, ob er es werden soll oder der Botschafter Odina, weil ja ein neuer Rat gegründet werden musste. Der alte wurde ja, wie gesagt, auf der Destiny Ascension vernichtet. Ich finde es lustig, im Vorgänger wurden die Sachen alle deutsch, fast alle deutsch ausgesprochen, wie zum Beispiel Geth oder Saren. So, jetzt werden sie englisch ausgesprochen, also Geth, also das TH wird betont, oder Saren, was ja deutlich englischer ist als Saren. Und aus Anderson wird einfach Anderson. Das ist irgendwie, keine Ahnung, komisch, lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, er steht ja hinterm Ruf vom Shepard, weil er war der Mentor vom Shepard, er war ursprünglich der Commander vom Shepard. Ich habe es so oft vom Shepard gesagt. Und war ja auch derjenige, der sich dafür eingesetzt hat, dass der Shepard zum Spectre wird.